Hallo, in diesem Video geht es um den Traumanbau. Beginnen wir den Jobmenü mit P, dann in die Kategorie Fahrzeuge, Trauben und Oliven. Und dann haben wir hier Traubenerntetechnik, Traubentransport und Traubentechnik. Das fasse ich alles, alle drei Kategorien wieder unter einer zusammen, und zwar Traubenanbau. Und fangen wir mal mit der Traubenerntetechnik an. Hier haben wir von Aero den Grapeliner Series 7000. Der hat eine Motorleistung von 175 PS, stufenloses Getriebe. 340 Liter Kraftstoff, 25 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit und 2200 Liter Fassungsvermögen, dann 9,5 Tonnen Gewicht und 8 Stundenkilometer ist die Arbeitsgeschwindigkeit. Wir haben hier die Möglichkeit, unter Konfiguration die Kapazität des Traubentanks zu erhöhen auf 3000 Liter. Dann haben wir die Möglichkeit, die Motorvariante zu ändern, die sich hier auf die Fahrgeschwindigkeit auswirkt. Also hier haben wir 40 Stundenkilometer, hier 25 Stundenkilometer, und dann haben wir noch die Möglichkeit, den Reifenhersteller und die Reifenvariante zu ändern. Dann kommen wir zum nächsten Gerät, das wäre das New Holland Verbraut 9070L. Hat eine Motorleistung von 164 PS, stufenloses Getriebe, 270 Liter Kraftstofftank, 25 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, 3100 Liter Traubenfassungstank, dann 8,8 Tonnen und 8 Stundenkilometer Arbeitsgeschwindigkeit. Unter Konfiguration können wir den Reifenhersteller und die Reifenvariante ändern. Dann kommen wir zum Gregor. Über den Namen, da schlupfe ich immer drüber. GL. Der hat eine Motorisierung von 156 PS, stufenloses Getriebe, 260 Liter Kraftstofftank, 30 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, 3000 Liter Traubensammeltank, 10,1 Tonnen Gewicht und 8 Stundenkilometer Arbeitsgeschwindigkeit. Hier können wir die Kapazität wieder ändern von 3000 Liter auf 4000 Liter und dann die Motorvariante wieder auf 8.4 mit 156 PS und 8.6 mit 190 PS. Dann haben wir noch die Möglichkeit, den Reifenhersteller und die Reifenvariante zu ändern und dann hier nochmal die Konfiguration, ob wir Trauben oder Oliven damit ernten wollen. Gut, dann gehen wir zurück zum Traubentransport. Hier haben wir einen Fuhrmann MRWK 6000. Hat ein Fassungsvermögen von 6 Kubikmeter und ein Gewicht von 1,9 Tonnen. Wir können hier unter Konfiguration Reifenhersteller und die Reifenvariante ändern. Dann haben wir hier einen Fuhrmann LWS 12000. Der hat eine Kapazität von 12 Kubikmetern und ein Gewicht von 3,1 Tonnen. Hier können wir noch unter Konfiguration eine Leiter anbringen. Sieht dann so aus. Also hat man nicht nur hier dieses Leiterplateau, sondern vorne auch. Und eine Abdeckung können wir anbringen. Dann kommen wir zur Traubentechnik. Hier haben wir von Provitis die MP122 OCA. Hat ein Gewicht von 270 Kilogramm und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 Stundenkilometern. Hiermit putzt man die Trauben quasi durch. Dann haben wir hier eine Hardy Mercury 4000L. Pestizid- und Pflanzenschutzmittelspritze. 4000 Liter Fassungsvermögen, 892 Kilo Gewicht, 4 Meter Arbeitsbreite, 15 Stundenkilometer Arbeitsgeschwindigkeit. Dann haben wir hier die TMC Chancella TPN 140. Hat ein Gewicht von 483 Kilo, eine empfohlene Motorleistung von 70 PS, eine Arbeitsbreite von 1,4 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 Stundenkilometer. Dann haben wir hier die Agrisim Disco Wine V. Die hat ein Gewicht von 850 Kilogramm, empfohlene Motorleistung sind 65 PS, eine Arbeitsbreite von 1,5 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 Stundenkilometern. Gut, dann sind wir mit dem Traubenanbau auch schon durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, ihr könnt meinen Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann.